In diesem Leben gibt es immer wieder seltsame Widersprüche. Deswegen werde ich euch in diesem Video ein paar Paradoxe vorstellen. Stellen wir uns mal vor, es gibt einen Mann, der alle Männer rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Die Frage ist jetzt, ob er sich selbst rasieren darf. Wenn er sich selbst rasiert, dann gehört er zu den Männern, die sich selbst rasieren. Also geht es nicht. Wenn er sich nicht selbst rasiert, dann gehört er zu den Männern, die sich nicht selbst rasieren. Also dürfte er sich ja doch selbst rasieren. So eine Person kann unserer Logik nach nicht existieren. Ein Mensch und eine Schildkröte wollen einen Wettlauf machen. Der Mensch ist 10-mal schneller als die Schildkröte. Deswegen hat die Schildkröte 100 Meter Vorsprung. Nach dem Startpfiff gelangt der Mensch schon schnell an die Stelle, wo die Schildkröte loslief. Dementsprechend ist die Schildkröte aber auch 10 Meter vorangekommen. Sie ist ja 10-mal langsamer. Der Mensch erreicht schnell auch diese Stelle und die Schildkröte ist 1 Meter vorangekommen. Und so weiter. Kann der Mensch die Schildkröte überhaupt einholen? Natürlich überholt er sie. Aber warum? Stellt euch vor, man summiert unendlich lange immer kleiner werdende Zahlen. Zum Beispiel 1 plus 0,5 plus 0,25 plus 0,125 plus 0,0625 und so weiter. Aber das unendlich lange. Kann diese unendliche Summe einen unendlich großen Wert erreichen? Nein, auch wenn man unendlich lange summiert, sie hat eine Grenze. In diesem Zahlenbeispiel ist die Grenze die 2. Genau so ist das beim Wettlauf. Die Summe der immer kleiner werdenden Teilstrecken hat einen endlichen Wert. Und die Strecke mit diesem Wert kann eben von dem Menschen in endlicher Zeit zurückgelegt werden. Stellen wir uns vor, ein Mensch behauptet Folgendes. Jeder Mensch lügt, egal was er sagt. Kann das stimmen, was er sagt? Nach seiner Behauptung stimmt auch diese Aussage, und zwar, dass jeder Mensch lügt, egal was er sagt, nicht. Das heißt, die Aussage kann gar nicht richtig sein. Menschen lügen also nicht immer. Dieser Satz ist falsch. So einen Satz kann es aus folgenden Gründen nicht geben. Die Behauptung in dem Satz ist, dass der Satz falsch ist. Wenn dieser Satz falsch ist, so wie es behauptet wird, dann ist die Aussage, dass dieser Satz falsch ist, ja dann falsch. Also kann der Satz nicht falsch sein. Das sogenannte Spiegelparadoxon beschreibt das folgende Problem. Wenn wir vor dem Spiegel stehen und die rechte Hand heben, dann hebt unser Spiegelbild die linke Hand. Der Spiegel vertauscht also links und rechts. Warum wird dann eigentlich nicht oben und unten vertauscht? Das Problem ist einfach, dass der Spiegel nichts dreht. Er reflektiert einfach nur das auf ihn treffende Licht. Das Bild wird invertiert und nicht gedreht. Es wird so gesehen vorne und hinten vertauscht und nicht links und rechts. Einem Gefangenen wird gesagt, dass er im Laufe einer Woche an einem der 7 Wochentage am Mittag hingerichtet wird. Es wird ihm aber nicht gesagt, an welchem der 7 Wochentage es passiert. Man sagt ihm, dass die Hinrichtung für ihn völlig unerwartet kommen wird. Dennoch überlegt sich der Gefangene Folgendes. Wenn er am Samstagmittag noch lebt, dann wird er definitiv Sonntagmittag umgebracht, da kein anderer Tag mehr in Frage kommen würde. Dies wäre dann aber ja nicht unerwartet, da er ab Samstagmittag wüsste, dass er am Sonntag hingerichtet wird. Also schließt er den Sonntag aus. Wenn er nach Freitagmittag noch lebt, könnte die Hinrichtung entweder Samstag oder Sonntag sein. Da Sonntag schon ausgeschlossen wurde, könnte es ja dann nur noch der Samstag sein. Das wäre dann aber ja auch nicht unerwartet. Wenn er nach Donnerstagmittag noch lebt,
könnte es entweder Freitag, Samstag oder Sonntag sein. Samstag und Sonntag hat er schon ausgeschlossen, also würde nur noch Freitag in Frage kommen. Aber auch dies wäre er dann nicht unerwartet. Und so weiter. Er kommt also zum Ergebnis, dass er überhaupt gar nicht hingerichtet werden kann. Diese Schlussfolgerung, dass der Tod ihn wenn dann nur erwartet treffen kann, führt dann letztendlich dazu, dass die Hinrichtung für ihn völlig unerwartet kommt, als er dann einfach am Mittwoch hingerichtet wird. Zenon macht sich folgende Gedanken über Bewegung. Ein Pfeil, der abgeschossen wurde und fliegt, nimmt in jedem Moment seines Fluges einen exakten und genau bestimmten Ort an. In so einem Moment befindet sich der Pfeil in Ruhe, da er sich von selbst nicht bewegen kann. Da ein Flug eines solchen Pfeiles nur aus solchen Flugmomenten besteht und der Pfeil sich in jedem Moment in Ruhe befindet, dürfte er sich überhaupt nicht bewegen. Dennoch fliegt der Pfeil. Das Universum soll alles sein, was es gibt. Wenn das alles ist, kann es dann überhaupt eine Grenze geben? Denn wenn man an eine Grenze denkt, kann ja wieder etwas hinter der Grenze sein. Oder können wir uns das Nichts einfach nicht vorstellen? Seit dem Urknall wächst das Universum durchgehend. Nach den meisten Astrophysikern ist das Universum in sich gekrümmt, sodass man endlos weiterfliegen könnte, wie auf der Oberfläche einer Kugel. Aber es ist nicht unendlich groß. Meine Empfehlung ist, über dieses Thema, besonders über die Unendlichkeit, nicht so viel nachzudenken. Denn ich will nochmal daran erinnern, wie Georg Cantor, der Mann, der die Unendlichkeit neu definierte, starb. Ist das Leben an sich nicht im Grunde paradox? Wir leben, um zu sterben. Warum existiert so ein Paradoxon? Vielleicht liegt es daran, dass Sterben bei uns als etwas definiert wurde, was das Gegenteil von Leben ist. Wenn man aber das Sterben nicht als eine Beendung des Lebens betrachtet und an ein Leben nach dem Tod glaubt, dann könnte man das Sterben als eine Art Übergang in ein anderes Leben betrachten. Dann wäre das Leben nicht mehr paradox.